Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon Rot Part Nummer 8. Gut, wir sind immer noch in Azuria City. Wir haben uns ja im letzten Part noch Hornweise gefangen, der guten Nintendo. Und ich habe nach dem Level Cap geschaut. Unser Level Cap beträgt, das ist tatsächlich ein bisschen problematisch. Das kann uns entweder übelst zerstören oder vielleicht auch gar nicht so schlimm sein, denn in Pokémon Gelb hat Major Bob nur ein einziges Pokémon und das ist Raichu Level 28. Das ist halt erstens übelst hoch. Also ich werde meine Pokémon wahrscheinlich bis Level 25 trainieren, würde ich mal meinen. Und zweitens, wenn es irgendein krasses Pokémon ist, dann wird es problematisch, würde ich mal meinen. Die heutige Frage des Videos ist, ich habe es mir aufgeschrieben, Sekunde. Welches Pokémon-Spiel wünscht ihr euch als nächstes, beziehungsweise wünscht ihr euch überhaupt? Ich weiß noch nicht, wie genau die im Rahmen jetzt stehen wird, je nachdem, wie sie halt reinpasst. Aber im Großen und Ganzen soll die Frage halt einfach heißen, welches Pokémon-Spiel euch als nächstes wünscht. Denn, was vielleicht einige von euch wissen, vor knapp 3 Jahren, also wirklich am 7. Mai sind es schon 3 Jahre her, was war Corphish und was war Electroid? War Dings sogar. War Electroball, ne? Kann das sein? Ui, war ein bisschen schnell. Oh, fast hätte mir auch den Counter übersehen. Und ja, also am 7. Mai, da wurde Oras angekündigt tatsächlich. Und das ist jetzt schon fast 3 Jahre her. Und so wie Game Freak bisher immer vorgegangen ist, wird höchstwahrscheinlich die 30er, glaube ich, im Juni oder so, keine Ahnung, dort ein neues Pokémon-Spiel angekündigt. Also ich könnte es mir auf jeden Fall vorstellen. Wir holen uns als erstes mal den Encounter hier. Und unser Encounter ist ein... Was haben wir vorne? John, ja, ist okay. Ja, doch, ist okay. Und deswegen stellt sich mir die Frage, wird es vielleicht ein Hauptspiel, wird es vielleicht sogar nur ein Spin-Off? Oder ein Voluminas? Hallo, Probopass. Das wird schwierig zu... schwächen, glaube ich. Obwohl, ob es so aber geht. Aber mit Voluminas haben wir auch wieder ebenfalls ein, ich würde mal meinen, solides Pokémon in der Hinterhand. Und naja, ich muss ja sagen, ich wünsche mir natürlich die Diamond und Pearl Remakes, ne? Also, das ist keine Frage, dass ich mir die wünsche. Aber ich wäre auch zufrieden auf jeden Fall mit Pokémon Stars, vielleicht für die Nintendo Switch, das wäre auch sehr, sehr nice. Oder bezüglich eines Spin-Offs, wie zum Beispiel Pokémon Stadium 3. Oder Pokémon Battle Revolution 2 würde ich natürlich auch nicht nein sagen. So, wir müssen erstmal schauen, wie nennen wir Propess. Ich sollte vielleicht die Namen, die ich schon habe, durchstreichen. Ich tue einfach mal irgendwo random drauf zeigen. Und zwar, wir nennen Voluminas Kentakio. Kentakio, du bist das gute Voluminas. Und ja, es gibt tatsächlich ziemlich viele Spiele, die ich mir wünschen würde von der Pokémon Company, Game Freak, whatever. Aber ja, müssen wir halt einfach schauen, was wir da so bekommen. Haben wir einen Parallel? Ach, ich wollte meine Items verkaufen, ne? Haben wir aber leider nicht. Also ich muss auf jeden Fall dran denken, die Items gleich zu verkaufen, die TMs und Eisen und so weiter, damit wir da auch ein bisschen Geld wieder reinbekommen. Aber erstmal kämpfen wir noch ein bisschen gegen die Trainer. Ja, die Sache ist halt die, ich glaube, zwischen Oras und Heart Gold und Soul Silver lagen mehr als 5 Jahre auseinander, wenn ich das richtig im Kopf habe. Deswegen bin ich mir unsicher, ob die jetzt so früh nach Oras schon wieder einen Dings raushauen. Schon wieder ein Remake. Da bin ich mir tatsächlich sehr unsicher. Also ich würde mich unendlich freuen über ein Diamond and Pearl Remake, aber ich kann mir eher vorstellen, dass genau aus diesem Grund jetzt nochmal ein anderes Pokémon-Spiel kommen würde. Wenn es tatsächlich wirklich Pokémon Stars für den Nintendo Switch rauskommen würde oder so, das wäre schon sehr, 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 sehr nice. Wieso sind wir die ganz als ab? Come on. Ja, wie gesagt, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Würde ich mich sehr freuen. Und es würde auch sehr, also sowas ist immer schwierig. Ich glaube, einige Leute würden dann sagen, okay, aus dem Grund quitte ich Pokémon und spiele nicht mehr weiter, weil ich mir das extra dafür nicht eine Konsole für über 300 Euro kaufen möchte. Kann ich absolut nachvollziehen. Aber natürlich wird es auch Nintendo sehr viel beim
Arktis. Na, dann bleiben wir auch mit Jager drin. Du wirst Nintendo natürlich auch sehr viele neue Nintendo Switch-Besitzer. Dann wird es dadurch neue Nintendo Switch-Besitzer geben und den Kauf der Nintendo Switch wieder fördern. Deswegen, ich weiß nicht. Es hat halt beides so seine Vor- und Nachteile. Wir lassen die zwei dort oben mal ganz kurz aus, weil ich gleich meine Pokémon vorher noch heilen möchte. Aber wir können Paramedics auf jeden Fall vorne lassen noch. Aber ja, ich bin gespannt, was schlussendlich dann passieren wird oder ob vielleicht überhaupt gar nichts passieren wird, so wie ich das mitbekommen habe. Ich könnte Kentucky auch eben von der Liste streichen. So wie ich das mitbekommen habe, hat Nintendo selber gesagt zu E3, tut mir leid, falls ich jetzt... Oh lol, Palim Palim, sieht ja richtig süß aus. Oh, schade, dass wir es nicht haben. Tut mir leid, falls ich hier jetzt irgendwie etwas erzähle, was nicht stimmt. Aber ich habe das so in Erinnerung. Und zwar, oh, der senkt die ganze Zeit unseren Angriff, ne? Und zwar, dass Nintendo selber meinte, dass die E3 ziemlich krass für Nintendo wird. Deswegen bin ich da sehr gespannt, was da so auf uns zukommen wird. Ich hoffe es mir natürlich. Vor kurzem war ja auch die Nintendo Direct. Vielleicht haben die auch einige von euch gesehen. Die fand ich okay. Sie war nicht überragend. Sie hat mich aber auch nicht enttäuscht, weil ich jetzt nicht viel erwartet habe. Wir haben ein Splatoon-Datum bekommen, einen neuen Armskämpfer, was ich ganz cool finde. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten, wie zum Beispiel das neue Sonic-Game, was sehr interessant aussah. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Aber im Großen und Ganzen wurde ich jetzt nicht enttäuscht. Ich habe mir da jetzt auch nicht... Seien wir mal ehrlich, da kann man einfach nicht viel erwarten, wenn die E3 sowieso demnächst startet. Deswegen, ja, ich bin gespannt, was da alles noch auf uns zukommt mit der Zeit. Aber ich hoffe wirklich... Also die haben wirklich viele Möglichkeiten, gerade die Nintendo Switch dort während Day 3 noch mal ein bisschen zu pushen, und das sollten die auch auf jeden Fall tun, weil wie wir wissen, ich besitze aktuell selber eine Switch und ich habe als einzige Spiele One to Switch und Zelda, und nach der Zeit willst du halt irgendwann, ich habe noch so ein Retro-Spiel für 8 €, das ist auch ziemlich cool, beziehungsweise Retro neu aufgelegt. Oh lol, wie sieht denn Boyelin aus? Holy shit, das sieht aus wie der übelste Killer. What the fuck? ja, und man wünscht sich halt mit der Zeit... Ah, der hat unsere Verteidigung gesenkt, ne? Man wünscht sich halt mit der Zeit tatsächlich schon etwas Neues. Von daher, ja. Ich meine, dann auch gerade Mario Kart kommt ja jetzt demnächst raus. Ende April. Aber auch die Online-Server sind, wie ich das mitbekommen habe, erst ab Oktober verfügbar. Oh mein Gott! Hallo Leute, Zukunftstimo nochmal hier. Und zwar, bevor ich mich gleich über dieses Zoa beschwere, süß finde, lustig mache, ich weiß nicht mehr, was ich dazu gesagt habe, ich bin gerade noch nicht so weit, ich habe gerade extra Pause gedrückt, wollte ich noch sagen, scheinbar war das mit den Mario Kart-Servern eine Fehlinformation, die Present hat und auf Twitter gepostet hatte und den Tweet auch direkt wieder gelöscht hatte, was ich nicht mitbekommen habe. Allerdings habe ich gedacht, das würde stimmen. Wollte ich hier nochmal richtig stellen, scheinbar ist es nicht so. Also, falls ihr euch jetzt denkt, holy shit, was, die Mario Kart 8 Online-Server werden erst ab Oktober verfügbar sein, scheinbar nicht. Deswegen könnt ihr euch weiterhin auf Mario Kart 8 freuen. Und die Switch wird immerhin noch, ja, weiter ziemlich cool. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß weiter mit dem Video. Ich gehe ja schon, tschüss! Wie sieht denn so aus? Holy shit, sind ja erst ab Oktober oder so verfügbar, und das wird viele Leute werden aus dem Grund sagen, ich habe zum Beispiel, glaube ich, auch schon von Present mitbekommen, der sagt sich dann, alles klar, dann hole ich mir die Nintendo Switch eben erst im Oktober, weil was bringt es mir, wenn ich mir die Nintendo Switch erstmal nur wegen Mario Kart und ich glaube Mario Odyssey wollte er sich, glaube ich, auch noch holen möchte, die aber allerdings erst am Ende des Jahres rauskommen. Das bringt natürlich nicht viel, und da kann ich ihn auch absolut verstehen. Er ist natürlich angetan von Zelda, sag ich mal. Aber es war für ihn nicht ein Grund, sich direkt zu releasen, eine Switch zu holen. Und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Deswegen bin ich gespannt und hoffe, dass Nintendo sich da noch ein bisschen was einfallen lässt. Und vielleicht sogar noch spontan... Alter, what the fuck? Holy shit. Spontan vielleicht uns sogar noch ein paar coole Spiele raushaut. Oder wenigstens immerhin schon mal coole Ankündigungen. Und gerade mit sowas wie Pokémon Stars für Nintendo Switch würden die meiner Meinung nach einen sehr, 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 sehr guten Schritt in eine richtige Richtung
wagen, sage ich mal. Aber schreibt mir auch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare und ob ihr schon eine Switch habt oder ob ihr euch noch eine holen würdet oder ob ihr euch keine holen würdet. Allerdings, Heracross sieht cool aus. Allerdings, wenn ein neues Pokémon-Spiel für die Nintendo Switch rauskommt, dass ihr es euch dann überlegt und so weiter und so fort. Also wie eure Meinung diesbezüglich ist, würde mich auf jeden Fall sehr stark interessieren. Ich glaube, es war ein bisschen greedy, hier noch nicht rauszuwechseln, ne? Holy shit. Als der Crit kam, dachte ich schon, okay, jetzt ist over. Okay, hat ja noch alles geklappt. Hier, cool Trainer. Wie gesagt, also ich bin aktuell, muss ich sagen, mit der Switch zufrieden, verbringe aber jetzt schon kaum noch Zeit mehr mit der. Und solange noch keine neuen Spiele draus sind. Ich sag mal so, ich hätte es auch verkraftet, wenn ich sie mir erst später geholt hätte. Das hätte mich jetzt auch nicht sehr gestört. Wir gehen als erstes uns das Fahrradticket holen. War das nicht hier? Oder gibt die uns eine Angel? Ich glaube, die will uns eine Angel. Wir gehen als erstes Items verkaufen, ja. Hallo Vogel. Hier oben stand auch, glaube ich, ein Mahalo oder so. Ja, hier stand. Genau der Typ stand hier, glaube ich, auch. Mit einem Mahalo. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, aber so ein High-Quality-Pokémon wäre schon sehr nice. Dann sowieso, was waren die ganzen, ich weiß gar nicht mehr, was die einzelnen TMs waren, was ich davon behalten will und was nicht. Absolut keine Ahnung. Und hier sieht man auch nur, wie viel die kosten. Naja, das ist auch jetzt ein Burn. Hier können wir mal verkaufen. Wir haben auch 34.000 Pokédollar, sehe ich gerade. Das ist auch nicht schlecht. Aber holen wir uns, obwohl ich glaube, wir müssen uns gar keine Angel holen. Ich meine, jawohl. Eigentlich schon, da können wir uns hier in Oyanna's City auch schon direkt einen Encounter holen, ne? Eigentlich ist es gar nicht so dumm. Dann gib mir mal eine Angel. Okay. Was war Old Rod? War das die normale Angel? Glaube ja. Okay, kann ich... Hier gab es noch nicht Dings, ne? Hier gab es noch nicht... Okay, unser Encounter ist noch keine... auf Basis-Dings einstellen. Hariyama! Holy shit! Carpador ist scheinbar Hariyama. Hätte ich für Tackle gehen sollen? Easy! Ich dachte schon, okay, das war richtig dumm. Aber easy. Und dann versuchen wir uns auch mal, das Hariyama zu fangen. Hariyama in der Hinterhand zu haben, ist auch eigentlich meiner Meinung nach richtig nice. Nehmen wir auf jeden Fall gerne dankend an. Und ich würde sagen, wir nennen Hariyama nach Pixar, würde ich mal sagen. So. Und dann bezüglich Pokémon Stadium 3. Ich weiß nicht, umso mehr Zeit vergeht, denke ich mir, umso mehr Zeit von Pokémon Stadium 2 vergeht, umso unwahrscheinlicher ist es, dass wir Pokémon Stadium 3 bekommen. Kann auch sein, dass ich da total falsch liege. Vielleicht kommt sogar ein Pokémon Snap 2 oder ein Pokémon Dash 2. Ich habe bis heute keine Ahnung, was man im Pokémon Dash machen muss. Deswegen bin ich einfach sehr gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. So, was wollte ich jetzt hier noch machen? Ich glaube, hier muss ich jetzt nichts mehr machen. Ich glaube, wir können uns noch einen Encounter in der... Wir holen uns erst noch mal ein paar Bälle. Ich glaube, Superbälle können wir uns mittlerweile auch kaufen. Dann... Nee, können wir nicht. Aber wir holen uns trotzdem noch mal 10 Pokébälle. Einfach aus dem folgenden Grund, weil wir es können. Und wir holen uns noch den Encounter in der Dicta-Höhle und rechts den in der Route. Auf der Route. Und ansonsten... Oh, die Musik! Das ist auch aus YouTube. Richtig cool, ich liebe die Musik. Und ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Thema ich eben war. Hallo Vogel in der Höhle. Ah, lol, in der Höhle ist dieselbe Musik wie im Vertania-Wald. Ich liebe die Musik, aber ich finde es ein bisschen schade, dass die Höhle hier kein eigenes Theme bekommen hat. Aber schauen wir mal, was unser Encounter hier in der Dicta-Höhle wird. Und die Musik ist echt richtig gut. Holy shit. In der Dicta-Höhle war es ja, glaube ich, auch früher immer so, dass Encounter relativ selten waren. Und unser Encounter ist ein... Linfu! Hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, als ich Linfu gesehen habe, habe ich mir gedacht, holy shit, Ampharos, wo ist dein Bauch hin? Und dem kann ich tatsächlich nur nachgehen, würde ich schon beinahe sagen. Es sieht tatsächlich wirklich ein bisschen aus wie so ein richtig kleines, dünnes Ampharos. Okay, Sonic Boom macht Meditate, ist okay.
versuchen sie uns aber auf jeden Fall trotzdem zu fangen. Auch ein Mianfu, Linfu, ist auch nicht so bad in der Hinterhand. Bleibt allerdings nicht im Ball und ist jetzt schon plus 2 Angriff. Ich hoffe einfach mal, dass das okay ist. 1, 2, 3, Mianfu ist gefangen. Und ich würde mal meinen, wir benennen Mianfu nach... Lass mich nachschauen. Ich suche mir wieder einen random Namen aus, und zwar Mira. Der gute Mira. Mit, ich weiß nicht, ob ich ein C am Ende dranhängen soll oder nicht. Ich mach's einfach mal, weil sein YouTube-Name auch so ist. Also, Mirak. Aber ich sag trotzdem Mira. Okay, also Linfu hier und sein Counter. Ja, dann können wir uns noch den Counter auf der Route fangen. Ich lasse jetzt einfach mal Voltoball vorne fürs Pokémon fangen. Gegen die Trainer hier werden wir erst später kämpfen, wenn wir hier lang müssen. Und oder beziehungsweise wenn ich trainiere oder so. Und unser Encounter ist ein Boilin. Das gruselige Ding. Aber auch richtig cool. Wir haben richtig viele coole Pokémon hier. Auch wenn wir das ebenfalls fangen können, haben wir richtig viele coole Pokémon in der Hinterhand. Also da können wir uns auf jeden Fall nicht beschweren. Es war ein Crit und unsere Verteidigung sinkt. Das ist, glaube ich, okay. Quick Attack soll auf keinen Fall killen. Nee. Wir setzen nochmal Sonic Boom ein. Ich wollte gerade sagen, und dann wechseln wir raus ins Sphärefenster. Ist mir eingefallen, dass gerade eben Crunch eingesetzt hat. Und ich würde mal meinen, wir gehen raus in Goodra. Einfach um es zu fangen. Ich weiß noch nicht, ob ich demnächst schon ein bisschen was an dem Team... Yo, das war ein Crit. Kann es sein, dass die Verteidigung immer sinkt bei Crunch? Weil ja, da wäre Boilin hier ziemlich OP. So, wir versuchen Boilin zu fangen. Nur einmal gewackelt. Okay, es ist immerhin eine Boilin, muss man sagen. Also nicht unbedingt so verwunderlich, dass es nicht instant drin bleibt oder zweimal wackelt oder whatever. 1, 2, 3. Und drin. Und wir benennen Boilin nach Renox. Renox, du darfst Boilin sein. Ich muss mir angewöhnen, den Namen durchzustreichen. Habe ich... Nee, Renox habe ich nach niemandem benannt, ne? Nee, es war Pixar, genau. So, Renox, du bist ein Boilin. Na, die richtig coole Namen. Renox und Pixar. Richtig coole Namen für Pokémon. So, also, wir gehen wieder zurück, heilen unsere Pokémon. Und ansonsten, wir könnten... Nee, in Azuria City gibt es keine Wasserstelle, wo man angeln kann, ne? Glaube nicht, nee. Ah, wir haben oben noch Trainer, gegen die ich kämpfen wollte, genau. Das machen wir als erstes. Und im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich das... Die MSN heißt sie, glaube ich. Das Schiff auf jeden Fall machen. Und rechts die Route werde ich mir dann wahrscheinlich auch noch aufsparen. Vielleicht machen wir da auch im nächsten Part mal schauen, bevor wir dann gegen Major Bob kämpfen. Aber erstmal kämpfen wir noch gegen die... ich glaube, zwei Trainer haben wir hier noch offen. Ja, genau, die zwei, die hier oben standen. Gegen die beiden kämpfen wir noch. Welches Pokémon haben wir vorne? Kusha, dann tun wir auf jeden Fall John nach vorne. Ich sag mal so, wir hätten jetzt, glaube ich, sogar schon sehr viel stärkere Pokémon, einfach weil wir jetzt drei voll entwickelte Pokémon in der Hinterhand haben. Ne, vier voll entwickelte Pokémon. Wir haben Hornweisel, Hariyama, Voluminas und das Pokémon, was wir eben gerade erst vor ein paar Sekunden gefangen haben. Boilin, habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Ich glaube nicht. Einfach, weil wir halt voll entwickelte Pokémon in der Hinterhand haben. Dankeschön, Spiel. Das war ein sehr, sehr krasser Crit. Aber aktuell bin ich eigentlich recht zufrieden. Also bis nach dem dritten Orden will ich das Team ja auf jeden Fall noch behalten. Danach können wir ja auch immer noch gucken, ob eventuell was stirbt, was ich natürlich nicht hoffe. Und dann können wir halt trotzdem mal darüber nachdenken, etwas mal auszutauschen, damit auch die anderen Pokémon mal drankommen. Ich glaube, heute in diesem Part wird nicht mehr allzu viel Sterben passieren. Also im Sinne von passieren, meine ich Sterben. Wie kann ich mir das Dialga eigentlich vorstellen? Ist es da unten der Mund? Lächelt es so? Oder ich weiß es nicht. Pin-Missile war Nadelrakete, hieß es, glaube ich. Ich glaube, ja. Machen wir Poisons Ding weg. Nehmen wir Nadelrakete. Es war leider kein Stab, aber ist okay. Und er hat tatsächlich noch ein Pokémon. So, und ich glaube, nach dem nächsten Trainer hier wird auch in diesem Part hier nicht mehr sehr viel passieren. Deswegen. Ich wollte gerade sagen, wenn es sich gefallen hat, dass er positiv wird. Und dabei am Ende kann er jetzt auch noch 6 Pokémon haben. Ah ja, 2 Pokémon.
Und eins davon ist ein Golurk. Golurk? Golurk. Ein Golgantis. Ich würde gern drin bleiben. Haben wir einen Super Potion? Nö. Ich benutze einen normalen Trank. Ich glaube nicht, dass er irgendwas kann, was uns immens viel Damage macht. Oder? Shadow Punch? Wir sind noch kein Unicht-Pokémon, ne? Okay, wir sollten doch lieber rauswechseln. Und zwar gehen wir raus in ein paar Max. Aber wir müssen wieder ein guter rausgehen. Gegen Geist-Pokémon habe ich so ein kleines Problem. Shadow Punch, okay. Zack, Metal Claw, zack, Metal Claw. Als ob es jetzt nicht killt. Wir haben ihn eben locker über 50% gemacht. Und sein letztes Pokémon ist ein Pandir. Haben wir ja auch schon gesehen. Sieht super creepy aus. Ja, besiegen wir jetzt halt auch mit Guter. Da muss ich Guter später ein bisschen weniger trainieren. Ich werde die sowieso ja noch auf 25 bringen, bevor wir gegen Major Bob kämpfen. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Wir werden jetzt noch unsere Pokémon heimgehen, damit die im nächsten Part aufgefrischt sind. Und ich weiß noch nicht, ob ich dann rechts zur Route gehe oder zur MSN. Das werde ich mir noch überlegen. Gut, und ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Genießt euer Leben. Ja. Okay, macht's gut und tschüss.